Herzlich willkommen in der Berliner Charité. Ich werde hier gleich live gefoltert von meinem lieben Kollegen Daniel von den Rocket Beans Glücklicherweise habe ich diese kleine Foltereinlage überlebt und konnte meine ersten Eindrücke zu Sonys Exklusivzugpferd The Order 1886 sammeln. Ihr habt sicher schon davon gehört. Im viktorianischen London kämpft ein Bund namens The Order gegen eine mutierende Menschenrasse, die nur Halbblut genannt wird und die zunehmend zur Bedrohung wird. Ein Hauch von Steampunk liegt in der Luft. Aber ist das überhaupt Steampunk? Für solche und ähnliche Fragen haben wir uns mit dem CEO des Entwicklerstudios Ready at Dawn, Ruby Resoria, zusammengesetzt. Was sagst du denn dazu? Steampunk oder nicht? Everything that was done in Victorian era London has always been kind of steampunkish, when it's always been alternate reality. So of course, League of Extraordinary Gentlemen, you know, is steampunk. Sherlock Holmes, the latest one, is steampunk. So everybody expects, hey, here's a game that's in the Victorian era. It's steampunk because it's got like different kind of weapons. But the reality of it is that there's not much steam-powered stuff right now when you look at the game. If you play the game, electricity kind of is the main core of what we're building. And steampunk always has the connotation that it's a little bit more fantastical. It's always, steampunk is always like a little bit more out there than the real world is. Atmosphäre, Look und Elektrizität. Über all das und vieles mehr habe ich mit dem lieben Kollegen Daniel von den Rocket Beans geplaudert. Trotz ordentlicher Anspielsession sind immer noch viele Fragen offen. Gibt es überhaupt eine adäquate Story? Ich hoffe, dass die Story geiler ist. Also beziehungsweise ich hoffe, dass da richtig gut Story dahinter steckt, weil das ist, glaube ich, das, was neben der Präsentation am wichtigsten bei diesem Spiel sein wird. Jeder, der irgendwie glaubt, das lebt von seiner Spielmechanik oder von den Sachen, die man da machen muss, der wird dieses Spiel wahrscheinlich dann in Grund und Boden reden und was es eigentlich gar nicht verdient hat. Ja? Aber wir können es halt noch nicht sagen. Also ich meine, ich konnte mir jetzt anhand der paar Schnipsel, die wir gesehen haben, könnte ich mir auch keinen Reim auf irgendeine Story. Ich weiß, es gibt diese Ritter der Tafelrunde. Ich weiß, die sind da irgendwie zwischen den Fronten von rebellischen Unterschichten und diesen Halbwesen. Alles cool, aber das hat man jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. So. Oder beziehungsweise das ist jetzt kein wirklich innovatives Szenario. Aber was sie draus machen und wie diese Figuren am Ende gestaltet sind. Also wenn ich in diesen Sir Galahad, heißt er so? Mhm. Galahad. Wenn ich, sag ich mal, mich in diese Figur reinversetzen kann, wenn ich den cool finde, wenn der irgendwas hat, was mich interessiert, weswegen ich mit ihm routen möchte, weswegen ich mit ihm irgendwie, keine Ahnung, mitreisen möchte, mitballern möchte, dann soll mir das reichen. Ich freue mich tatsächlich, ich darf es ja auch dann schlussendlich testen und ich freue mich, wenn ich das Muster in der Hand habe und loslegen kann, weil ich glaube, das könnte so ein Titel sein, wo ich wirklich nonstop durchspiele. Und also ich finde ja, es hat so ein bisschen Uncharted-Feeling. Ja, also ich meine, und Uncharted spiele ich gerne. Ich weiß, die Spiele nehmen einen bei der Hand so, ja, die lassen dir nicht viel Spielraum, das ist linear von mir aus, dieses böse Wort. Aber hey, ich habe da Bock drauf. Also ich stehe ja sowieso meistens mehr auf Story, Charaktere und irgendwie, ja, so eine filmische Präsentation. Und das kriegst du bisher, also mal abgesehen von der Story, kriegst du das, was wir gesehen haben, sehr gut geboten. Mich hat es auch lustigerweise ein bisschen an Assassin's Creed erinnert, weil der nette Herr in der Präsentation gesagt hat, dass es diesen Tesla gibt, diesen Nikola Tesla, der für einen so die technischen Dinge und Waffen entwickelt. Das erinnert mich halt total an Da Vinci und Ezio. Also das geht halt, und auch dieser ganze Geschichtsaspekt natürlich, dass man irgendwie die Geschichte neu umschreiben will und so. Also es geht halt schon auch in die Assassin's Creed Richtung und das muss nichts Schlechtes sein, auf gar keinen Fall. Assassin's Creed linear ist ja auch okay. Also, und vor allem Tesla, wo du es jetzt gerade ansprichst, ne? Prestige. Ja, Mann. Ja, also coole Figur. Also genau der reizt mich auch von diesen ganzen Rittern der Tafelrunde wirklich am stärksten. Ja? Und ich bin gespannt, inwiefern sie ihn da eingewoben haben, was sie daraus gemacht haben. Ey, also bisher, ich kann mich nicht beschweren. Diese Unschärfen zum Beispiel, wenn du bei einer Ballerei oder wenn du in irgendeinen Raum kommst und quasi, dass du dich auch wie in einem richtigen Leben erstmal irgendwie an die Räumlichkeiten gewöhnen musst und so. Das haben sie echt richtig gut hingekriegt. Und dann aber auch diese Nahtlosigkeit, wie diese Figuren in die Cutscenes übergehen oder aus den Cutscenes rauskommen und wie die halt dann auch aussehen. Die sehen ja wirklich nicht in den Cutscenes nicht einmal besser aus, beziehungsweise in dem richtigen Spiel nicht einmal besser aus als irgendwie als in den Cutscenes so. Also für mich bisher eine Überraschung. Tatsächlich die bisher sichtbar größte Stärke von The Order. Es sieht einfach fantastisch aus. Aber auch die Waffenauswahl kann sich sehen lassen. Diverse Shootouts, die wir anspielen durften, haben richtig Laune gemacht. Ninja Ian hat schon wieder alle Waffen gefunden, die es hier gibt. Ja, Ninja Ian war noch
Was, boah, wo kommt die Schrotflinte her? Alter, so, was geht? Das ist geil. Das ist hier ein kombinierter Dolchschuss, ein Dolchschussgerät. Mhm. Nein, eine Knarre mit Dolch. Mit Messer. Mit Messer. Quasi. Ja. Die ist hier versteckt. Oh Gott, ey, kommen immer mehr Waffen. Es gibt eine Elektroknarre, die ich sehr empfehlen kann, denn sie ist eine der wenigen Knarren, die diesen Schrotflintenarsch mit seiner Metallmaske mit wenigen Schüssen schon erledigt. Ich habe versucht, mit dem Maschinengewehr gegen diesen, Zwischenboss oder zwischen diesen etwas stärkeren Gegner vorzugehen. Du ballerst dich dumm und dämlich. Ja, wirklich, du ballerst dich dumm und dämlich. Und da muss man sagen, auch, hat mir gefallen, eine schöne Schwierigkeitsgrad, eine schöne Härte. Ja, also, oder Knackigkeit, kann man sagen. Ein weiteres Thema, das ich auch hinsichtlich des Evolve-Vorbestellerskandals nicht außer Acht lassen wollte, ist die aktuelle DLC-Politik. Denn auch The Order wird allen Vorbestellern den The Knights Arsenal DLC kostenlos zur Verfügung stellen. In den USA erstehen Vorbesteller bei GameStop sogar zusätzlich das Knights Endurance Pack, das eine weitere Uniform und zwei Upgrade-Fähigkeiten enthält. Ich blicke dieser Entwicklung ja äußerst kritisch entgegen. Wie sieht das aber bei einem waschechten Entwickler aus? If DLC becomes like, you know, this must-do thing, everybody has to do it, whether it makes sense or not, it's kind of like a bad idea. I mean, everything that we do has to have a purpose, and I think that, you know, luckily for us, I think a lot of publishers, a lot of developers are choosing why DLC makes sense for them. And we have diversity also in DLC, so it's definitely good. It's definitely good because there are a lot of games that were built from the ground up for that reason. But it's not necessarily a necessity for every single game to have it. Mich persönlich würde ja interessieren, was ihr zu dem Thema zu sagen habt. Schreibt uns eure Meinung wie immer in die Kommentare. Ich freue mich auf The Order 1886. Die anfänglichen Zweifel sind weitestgehend verflogen. Das Gameplay erschien zwar eintönig, aber ich habe die Hoffnung, dass sie mit einer richtig guten Story auffahren. Mein finales Urteil fälle ich dann in unserem ausführlichen Videotest. So, liebe Freunde, das war ein sehr ereignisreicher Tag hier in der Berliner Charité beim The Order Event. Wir haben die Kollegen von den Rocket Beans getroffen, wir haben ein interessantes Interview geführt und wir haben natürlich The Order offiziell anspielen dürfen. Alles weitere dazu gibt es dann bei uns auf giga.de, wenn dann der Test auch von mir geschrieben veröffentlicht wird. Und bis dahin bleibt uns gewogen, wie man so schön sagt. Tschüss! Ja, wie eben schon angekündigt, den schriftlichen Test inklusive Wertung gibt es bei uns ab jetzt auf giga.de zu lesen. Außerdem haben wir noch ein schickes Gameplay zu The Order für euch, das ihr euch unbedingt anschauen solltet. Und das PS4-Gewinnspiel läuft noch 2 Tage, also unbedingt noch mitmachen.